Heute und morgen tagt wieder der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Geladen sind prominente Namen aus der ÖVP, darunter Finanzminister Gernot Blümel oder Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Im Vorfeld haben sich die 5 Fraktionsführer der Parteien im Ausschuss zu Wort gemeldet. Theresa Kulowitsch mit einer Zusammenfassung. Heute Vormittag hat bereits Josef Moser, der Ex-Justizminister der damaligen ÖVP-FPÖ-Regierung, im Untersuchungsausschuss Platz genommen. Er wird zu den Ermittlungen nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos befragt und dazu, ob der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ursprünglich keine aktive Rolle zukommen hätte sollen, wie ein justizinternes Mail zeigt. Danach werden die Abgeordneten ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger generell zur türkis-blauen Koalition, im Speziellen aber zu deren Postenbesetzung befragen. Zuletzt muss heute der ÖVP-nahe Strategie- und Kommunikationsberater Daniel Kapp zu den Ermittlungen rund um das Ibiza-Video Auskunft geben. Auch morgen werden hochrangige ÖVP-Mitglieder im Untersuchungsausschuss betreffend der mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung erwartet. Finanzminister Gernot Blümel muss bereits zum 3. Mal Rede und Antwort stehen. Und der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka tauscht zum 2. Mal den Vorsitzsessel mit jenem für die Befragten. Ob der ehemalige ÖBAG-Chef Thomas Schmid seiner wiederholten Einladung folgt, ist noch unklar. Für den Fall, dass er nicht kommt, haben SPÖ und NEOS vorgesorgt und den damaligen Vorstand des Finanzamts für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel, Bernhard Jirgal, als Ersatz geladen.